Und zu dem Satz, ich habe ein Problem. Überlegen Sie mal. Im Arabischen gibt es kein Wort für haben. Jetzt fragen Sie sich mal, wenn es kein Wort für haben gibt, was wohl eine solche Sprache machen muss mit folgenden Redewendungen. Ich habe ein Auto. Ich habe einen Freund. Ich habe Angst. Ich habe ein Problem. Was zum Teufel haben Sie denn, wenn Sie glauben, Sie haben ein Problem? Wenn schon, dann hat das Problem Sie. Was ist denn überhaupt ein Problem? Hier ist eine Person in einem bestimmten Umfeld, umgeben von bestimmten Faktoren. Und jetzt gibt es da einen Faktor. Und den nimmt diese Person wahr. Und jetzt bewertet sie ihn. Wenn sie diesen Faktor positiv findet, dann haben wir überhaupt kein Wort dafür, da sind wir sprachlos. Und wenn sie negativ findet, dann haben wir ein Problem. Durch die Redewendung, ich habe ein Problem, implizieren wir, dass das Problem unabhängig von mir, der ich es derzeit habe, existieren könnte, wie mein Auto, das da draußen auf dem Parkplatz steht. Wenn ich heute Nacht sterben würde, dann steht es trotzdem draußen. Wenn ich aber heute Nacht sterbe, dann sind meine Probleme mit mir auch gestorben. Und darüber könnten wir nochmal nachdenken, wenn wir wieder mal glauben, an einem Problem zu ersticken. Fragen Sie sich, welcher Aspekt macht die Sache so problematisch? Finden Sie diesen Aspekt, um den es geht, dann können Sie ganz anders drüber nachdenken, als wenn Sie glauben, Probleme seien Dinge, die auf Ihnen sitzen und Sie erdrücken und ersticken. Und so gehen wir ja mit Sprache um. So, das war zum Einstieg mal so ein paar kleine Gedanken, dass Sie angeheizt werden. Meine Damen und Herren, es geht um Sprache. Sprache als Instrument des Denkens. Denken Sie mal daran, wann Sie das letzte Mal über Sprache nachgedacht haben. So ganz gezielt und ganz bewusst. Das Ziel des heutigen Abends ist es, in Ihnen den Wunsch zu wecken, sich wesentlich intensiver mit der Sprache zu befassen. Denn die Art und Weise, wie wir per Sprache manipuliert werden, kann nur in dem Maße weitergehen, in dem wir nicht begreifen, was da abläuft. Und deswegen möchten wir heute sprechen über ein paar Wörter, über ein bisschen Grammatik und über ein paar Sprachmechanismen. Und sollten Sie jetzt eine Assoziation an die Schule haben, keine Angst. Das, was in der Schule passiert, das steht zur Sprache, die Sprachlehre steht zur Sprache so, wie der Sexualkundeunterricht zu einer flotten Affäre. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie eine Affäre mit Sprache eingehen möchten. Sie haben alle was zum Schreiben. Beginnen wir gleich mal mit einem kleinen Quiz. Ich nenne Ihnen vier Sätze oder sagen wir vier Strukturen und Sie identifizieren diejenigen, die Sie als korrekten Satz empfinden. Wir haben also A, B, C, D und Sie notieren die Buchstaben der Sätze oder Strukturen, wo Sie sagen, jawohl, das ist ein richtiger Satz. Satz A oder Satzstruktur A heißt John und Mary. Punkt. Ist das ein korrekter Satz? Struktur B. Der Baum spendet Schatten. Ist das ein korrekter Satz? Struktur C. Er faustete zornig. Er faustete zornig. Und D, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Schauen wir uns diese vier Sätze mal an. John und Mary. Jeder von Ihnen weiß, dass John und Mary mit Punkt kein kompletter Satz ist. Das ist Ihr Sprachgefühl. Die wenigsten wissen, was fehlt. Die wenigsten könnten sagen, es fehlt das Prädikat oder die Satzaussage. Diese Art von Grammatik, die wir in der Schule betreiben mussten, ist nicht unbedingt hilfreich, um ein gutes Sprachgefühl zu entwickeln, in dem Sinne, wie ich es heute Abend mit Ihnen ansprechen möchte. Also wenn Sie erkennen können, dass es kein kompletter Satz ist, dann haben Sie ja genügend Sprachgefühl, um all die Dinge, auf die ich heute eingehen möchte, geistig, denkerisch zu bewältigen. Der zweite Satz, der Baum spendet Schatten. Ein eminenter Sprachforscher namens Worf, übrigens, Sie bekommen, wenn Sie wollen, nach dem Vortrag am Bücherstand draußen, können sich einen Zettel abholen
mit einigen Aussagen ab diesem Vortrag, eine Art von Zusammenfassung. Und da stehen auch die Leute drin, die ich erwähne, wie zum Beispiel der Benjamin Lee Whorf. Und dann sehen Sie, wie es geschrieben wird oder wie das Buch heißt, falls Sie weiterlesen wollen. Dieser Benjamin Lee Whorf ist ein Sprachforscher und er hat gesagt, die indoeuropäische Struktur unserer indoeuropäischen Sprache zwingt uns zu gewissen Annahmen über die Welt aufgrund der Art und Weise, wie unsere Sprache funktioniert. Wir brauchen einen Täter und wir brauchen etwas, was der Täter tut. Also sagen wir, der Baum spendet Schatten, als ob der Baum ein Täter sei. Wir machen ihn zum Täter. In Wirklichkeit entsteht der Schatten, wenn Sie darüber nachdenken, durch die Sonne und der Baum steht in einem bestimmten Winkel und so weiter. Der Baum tut gar nichts, um den Schatten zu kreieren. Er steht nur da. Und in den Indianersprachen, die er studiert hat, zum Beispiel bei den Hopi-Indianern, da könnte man nur sagen, Schattiges bei Baume. Man würde den Baum nicht zum Täter machen. Das ist also das zu dieser Struktur. Und im Vergleich dazu möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, wie Arabisch funktioniert. Im Arabischen gibt es überhaupt keine Hauptwörter und Tätigkeitswörter und diese ganzen Unterteilungen sind überhaupt nicht da. Wir haben im Arabischen immer drei Wurzeln. Das sind in der Regel Vokale. Manche haben zwei, manche vier, aber die meisten Wörter bestehen aus drei Wurzeln. Wir können also sagen, KTB heißt im weitesten Sinne mit Schreiben zu tun habend. Und jetzt werden alle Wörter abgeleitet nach bestimmten Regeln. Wenn Sie die erste Wurzel nehmen, ein langes A, gefolgt von der zweiten Wurzel, ein kurzes I und ein B, dann haben Sie den Täter, also den Schriftsteller oder den Schreiber. Wenn Sie das Ganze umdrehen, vorne ein kurzes I, hinten ein langes A, dann haben Sie das, was getan worden ist, das Endprodukt, also das Manuskript. Wenn Sie einen Marder vorsetzen, den ersten Radikal, den zweiten Radikal, dann kommt ein Vokal, der je nach Dialekt ein bisschen abweicht, und den letzten. Sie haben also diese Ma-Plus-Form, dann haben Sie den Ort des Geschehens, also das Büro oder die Schreibstube. Wenn Sie ein Mi davor setzen und wieder dieses Schema, dann haben Sie das Instrument des Geschehens, also zum Beispiel die Feder. Das heißt, es ist eine ganz andere Art, mit Sprache umzugehen. Und man kann alle Wörter ableiten, auch die, die es nicht gibt, weil durch die Ableitung völlig klar ist, was man gemeint haben wird. Das ist also eine völlig andere Art, mit Sprache umzugehen. Wir nun in der europäischen Sprache, wir zerschneiden die Wirklichkeit in Dinge, die da sind. Wir haben sehr viele Hauptwörter. Wir verdinglichen die Welt, die wir sehen, durch die Sprache. Und dieser Whorf sagt eben, dass die Sprache das Denken und das Wahrnehmen weit mehr prägt, als uns normalerweise bewusst ist. Das zu dem Satz, er faustete zornig. Und noch etwas zu dem Fausten, nein, zu dem Baum, zu dem Baum. Jetzt kommt der Satz, er faustete zornig. Bitte machen Sie mal eine Faust. Öffnen Sie dann Ihre Hand. Jetzt frage ich Sie, was ist mit Ihrer Faust passiert? Und dann sagen die Leute, sie löst sich auf. Und dann frage ich Sie, wo ist der Wind, wenn er nicht weht? Auch hier haben wir Hauptwörter für Prozesse. Wir nehmen einen dynamisch pulsierenden Prozess und wir sagen, die Faust, der Blitz, die Welle, der Puls, gar der Impuls. Und dann arbeiten Psychologen jahrzehntelang daran, herauszukriegen, wie ein Impuls startet, weil sie das für ein Ding halten. Das ist also die Art und Weise, wie unsere Sprache das Denken beeinflusst und wir merken es gar nicht. Das zu dem Satz, er faustete zornig. Bei den Hopi-Indianern wäre der Satz, er faustete zornig, ein völlig akkurater Satz. Bei uns natürlich nicht. Bei uns könnten wir nur sagen, er hat zornig die Faust geballt, weil wir ein Hauptwort brauchen. Und ein Tätigkeitswort. Jetzt nochmal bitte Ihr Blatt Papier. Ich möchte Sie bitten, ein paar Wörter zu definieren. Sie wissen, was eine Definition ist, nicht? Man erklärt also ein Wort mit anderen Wörtern. Definieren Sie doch mal bitte. Erstens das Wort. Ach ja, wir teilen Sie jetzt in drei Gruppen ein. Wir haben drei Begriffe. Wenn wir also sagen, von hier bis hier ungefähr, nehmen Sie das Wort gut. So wie gut und böse, gut und schlecht und so weiter. Definieren Sie das Wort gut. Die Damen und Herren von hier bis ungefähr hier, Sie können sich da noch da oder da dazugehörig zählen, nehmen das Wort Frieden im Sinne von Frieden zu Hause. Wir meinen jetzt nicht Frieden im Gegensatz zu Krieg da draußen, Frieden zu Hause. Und die Damen und Herren nehmen das Wort Heim.
Heim, zu Hause. Und definieren Sie das doch mal bitte kurz mit ein paar Stichpunkten. Sie dürfen auch gerne miteinander das in Teamwork machen, wenn Sie mit dem Nachbarn das zusammen machen wollen. Ich soll nur kurz andeuten, dass Sie das Wort klar im Kopf haben. So, für die zweite Gruppe, wir haben mehrere Wörter, für die zweite Gruppe nehmen bitte die Damen und Herren ganz da drüben das Wort Ungeziefer, die mittlere Gruppe Unkraut und die Gruppe hier drüben Schädling. Was ist Ungeziefer, Unkraut, Schädling? So, den dritten und vierten Begriff, dann nimmt die Gruppe hier links drüben bitte den dritten und Sie nehmen den vierten. Nehmen Sie den dritten, das Wort sympathisch im Sinne von, das ist ein sympathischer Mann. Das Wort sympathisch. Und Sie nehmen bitte das Wort Restrisiko. Restrisiko. Hat mit sympathisch nichts zu tun. So, ich nehme an, Sie haben die Wörter ein bisschen bewusst in Ihren Kopf hineinbekommen. Ich darf Ihnen jetzt eine kleine Lektion in Chinesisch geben. Das Chinesische können Sie sich vorstellen wie Legosteine. Es gibt lauter einsilbige Wörter und die werden dann aneinandergereiht zu Begriffen, die also Inhalte haben. Zum Beispiel, damit Sie das Prinzip mal sehen, das hier heißt Baum und das hier heißt Berg. Wenn Sie jetzt Bäume sagen wollen, dann machen Sie zwei davon. Berge, machen Sie zwei davon. Wenn Sie Wald sagen wollen, machen Sie drei davon. Und wenn Sie Gebirge sagen wollen, machen Sie drei von diesen da. Das ist das Prinzip. Leuchtet ein, ne? Sehr einfach.